Hallo Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht schon, nicht von zu Hause startet dieser Vlog. Erratet ihr, wo ich gerade bin? Wir wurden eingeladen von der Weißen Lilie in diese superschöne Winter-Wunderland-Landschaft. Ich bin mega aufgeregt, Marcel ist glaube ich auch mega aufgeregt. Wir wissen nicht, also wir können beide absolut nicht Skifahren. Ich war das letzte Mal Ski gefahren mit 11 oder so, Marcel mit 3 oder so. So Leute, ich zeige euch jetzt mal, was wir anziehen. Und zwar, wir haben zwei Zimmer übrigens. Ich mache später nochmal mit euch eine Roomtour. Also ich ziehe mir gleich noch andere Schuhe an. Dann habe ich hier schon mal eine Wärmeunterhose. Darunter habe ich noch ein Wärmeoberteil. Ich muss sagen, ich wollte schon immer so eine Bench-Fließjacke haben, die man hier, damit man keinen Schal braucht, hier so zumachen kann. Seht ihr das? Aber ich war dann jetzt doch zu geizig und habe eine von Amazon geholt. Und ja, kann ich euch gerne auch alles mal unten in der Infobox verlinken. Ich bin mega gespannt. Wir haben hier Skisachen gestellt bekommen. Oh, Schatz. Und ich probiere jetzt mal meine Skisachen an. Ich finde, ich bin voll froh, dass das so was Hübsches ist. Du hast jetzt rein noch was gebracht, schau. Oh, danke schön. Knappe Tasche auch. Einmal eine bunte Tasche und dann rosa. Danke. Oha, voll cool. Er kippt das aus, na. Zieh das an. Das hilft, glaube ich, voll, wenn man schnell fährt. Wahrscheinlich werden wir schnell fahren. Wir fahren jetzt auf die Skipiste. Ey, ich bin hier gerade echt. Wir sind gerade so einen steilen Hang neben uns gefahren. Oh, da fängt schon wieder an. Oh, jetzt wird's richtig warm. Oh nein. Aber wie schön ist das hier bitte? Wir sind, also, vor uns fährt Horf, der, Netteste Mensch der Welt. Genau, der netteste Mensch der Welt. Ich glaube, das ist auch der Chef von der Weißen Lilie. Ich weiß nicht, wie man sowas nennt, Eigentümer. Wir sind jetzt hier gerade beim Skikurs. Ich weiß gerade nicht, was ich zuhalte. Da oben ist irgendwo Marcel. Ich bin jetzt hier schon runtergefahren. Okay, also, ihr seht, es ist gerade, wir sind hier im Genies Spielwelt. Also, wir sind hier gerade im Kinderparadies. Aber wir wollten es jetzt mal kurz üben. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Marcel muss jetzt da noch runterkommen. Dann fahren wir vielleicht schon gleich auf die Piste. Da kommt er. There comes my man. Ja, Leute, wenn du mit einem Rentner unterwegs bist, der hier die Treppe nicht runterkommt, ist schon anstrengend. Ich habe meine Skischuhe irgendwie so angehabt, dass die so meine Wade gedrückt haben und jetzt kann ich meine Füße nicht mehr richtig. Sieht ein bisschen aus wie Michael Jackson, nur irgendwie nicht so grazil. Romantic Dinner wurde auch für uns gerade vorbereitet. Das ist einfach so süß. Sogar hier mit einem Glas Sekt. Das ist übrigens unsere Unterkunft, die Weiße Lilie. Ist echt mega schön, da sind wir gerade rausgekommen. In Here We Schlummer. Genau bei so einer Kirche. Wenn man hier wohnt, macht man jeden Tag absolut Sport. Marcel und ich sind jetzt in Brixen. Genau. Wir haben natürlich eine Parkscheibe, nicht, aber egal. Es ist mega gut, dass wir hier mit dem Auto hergereist sind. Wir wollten ja erst vielleicht nicht mit dem Auto reisen, aber es erleichtert uns. Es erleichtert alles. Alter. Wie sicher ist das? Wie groß ist auf einer Skala von 1 bis 10 ist dieser Mann bitte? Schon ein bisschen. Wir sind jetzt einfach gerade, oh, ich glänze ja extrem, ich habe voll die rote Nase, aber wir sind gerade mitten im, oh, man sieht es nicht, wartet. Ich zeige euch gleich. Wir sind gerade beim Fondue essen, habe ich noch nie gemacht. Ich kenne das nur mit Fleisch, aber ich zeige euch mal kurz. Ja, mit Käse. Wir machen es gerade mit Fleisch. Mit Käse meinte ich. Ich weiß nicht, ob man, doch, man sieht es gerade. Draußen liegt so hoch Schnee und wir sind absolut, also wir sind mit einer Kutsche in den Wald gefahren und wir sind auf so einem, Leute, hier gibt es kein Internetnetz. Wir sind auf irgendwie 2000 Meter Höhe so gefühlt, also ich glaube 1800 oder so. Und es ist so gestört, es ist einfach mitten im Wald, im Schnee und es ist das einzige Haus hier und irgendwie ist es trotzdem gut besucht und ich frage mich so, wie kommen die Leute nach Hause? Ich hatte gerade wirklich Todesangst. Wir mussten hier gerade wenden und ich zeige euch mal, wo wir wenden mussten. Boah, wie schön ist es hier. Hier ist ein Bild mit der Außenpause und so eine textschreibende Runde Fortnite wäre jetzt schon nice. Okay. Wir sind jetzt beim Wellness angekommen. Mein kleiner Assassine ist da auch hinter mir. Danke fürs Gespräch. Und ich würde sagen, let's get slow. Wir essen jetzt hier gleich ein Bauernbrot. Ich wollte unbedingt irgendwas mit Speck und Käse irgendwie, weil wenn wir schon mal hier sind, gell? Diese Aussicht, Leute. It's so pretty. Pretty, pretty, pretty. Ja. Tschüss! Siamo al numero 30, siamo alla 35esima, anzi, ero aspetto.
die Aussicht ist schöner als wir. Wer sind denn die beiden? Kenn ich nicht. Ja, in der Bar sind schon viele. Ja? Die warten alle. Oh Mann. Oh, hier liegen viel zu viele Zettel. Grüß Gott. Grüß Gott. Gib einer Sunny keine Cola, wenn sie was Weißes trägt. Genau. Heute ist ein bisschen aufregender Tag für uns, weil wir in ein anderes Skigebiet fahren. Beziehungsweise die gehören eigentlich zusammen, Gitschberg, Jochtal, weil da fährt man oben und nicht unten, so wie wir. Jetzt redet Mikey hier. Okay, ich würde sagen, wir gehen zum Essen und dann zeige ich euch die neue Skipiste. Wir sind jetzt hier in einer Hütte und essen jetzt gleich so. Warte ganz kurz, ja? Hast du davor jetzt die Skiszene geschnitten? Ja. Okay Leute, das war natürlich alles nur Show, bis, damit das Video lustig ist. Ja, eigentlich genau. Fahre ich viel besser. Genau. Ich trinke jetzt glaube ich schon meine 80. Cola hier in diesem Urlaub. Aber ich trinke auch meine zweite Cola heute. Ja, man braucht einfach irgendwie so ein bisschen Zucker und Energy. Es hat aber bis jetzt schon mega Spaß gemacht. Und ich finde, du stellst dich gut an. Mein Leben. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. So Leute, wenn man reinkommt, ist hier natürlich der super aufgeräumte Schminkplatz von mir. Das ist eigentlich ein Arbeitsplatz, aber ja. Ich habe mir jetzt hier, oh Gott, ich bin so aus der Puste, wir sind halt gerade Treppen gelaufen. Hier ist so ein richtig schöner Stuhl. Dann, ich mag das ja irgendwie ein bisschen so dunkles Holz und so. Hier bin ich. Hier kann ich mich immer super schminken, aber wenn ich mehr Tageslicht brauche, hocke ich mich einfach immer hier hin. Mit dem hier als Ablage, weil die Aussicht ist wieder mal phänomenal today, Leute. Dann ist hier, also was ich richtig wichtig finde in so einem Urlaub, Leute, das Zimmer hier ist so groß, ihr könnt eure Jacken aufhängen. Hier ist noch ein Schrank, den wir nicht benutzen, vor dem ich übrigens irgendwie immer nachts Angst habe. Dort haben wir einen Fernseher, den haben wir aber auch noch nicht benutzt, einen riesen Spiegel. Und unsere Koffer, Leute, also dieser Koffer ist wirklich unfassbar groß. Und trotzdem haben wir hier so viel Platz, also es schränkt uns zu 0% ein. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres als so, wenn einen das Zimmer so einschränkt. Eine Dusche. Wir. Dann ist hier noch sowas, ich weiß nicht, was das ist. Ein Waschbecken, hier kann man chillen. Freust du dich? Mhm. Okay, oh, hey, das war gar nicht so schlecht. Oh, nein, die Sätze tut immer so weh. Im Hintergrund sieht man, wie das der Poki macht. Okay Leute, wir gehen jetzt hoch zum Kreuz. Ich habe gerade fast einen Herzinfarkt bekommen auf dem Sessellift, weil wir so weit oben sind und ihr wisst ja, ich habe Höhenangst. Ich finde Sessellift einfach so gruselig, weil es so unabgeschlossen ist. Man kann jederzeit dieses Ding hochklappen. Oh Gott Leute, ich bin hier wirklich gerade beim steilsten. Ich hoffe man sieht, was ich jemals gefahren bin. Wirklich, Marcel ist da oben auch gerade irgendwo hingefallen. Oh, und ich bin jetzt hier auf mich alleine gestellt, weil Samuel ihm hilft. Also es ist der Boy, mit dem wir hier die ganze Zeit rumfahren. Jetzt muss ich hier das ganze Stück da nochmal selber fahren und guck mal schon, ob ich schaffe. Hier sitzt der Lebensretter, Samuel. Wir fahren gerade an der schwarzen Piste vorbei und gönnt. Es kommt nicht so rüber, aber es ist einfach fast senkrecht gefühlt. Jetzt kommt's rüber. Ich bin hier gestern schon einmal gefahren. Ja, genau. Mit Hilfe von Samuel. Das war jetzt ab. Offiziell unser letzter Skifahrt. Wir haben gerade unsere Sachen abgegeben. Das war aber mega cool. Und jetzt trinken wir noch hier genüsslich eine. Also ja, Kaffee und Kakao und sowas.
es neigt sich langsam dem Ende zu, die Reise. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal das Dorf an, in dem wir hier eigentlich gerade chillen. Und zwar in Mühlbach in Bozen. Leute, es ist einfach so wunderschön hier. Ich habe gestern fast geheult vor Freude, weil, keine Ahnung, die integrieren uns zurzeit richtig in ihre Familie sozusagen. Wir dürfen immer zu den Familienessen mitgehen. Ja, um einen wird sich einfach mega gut gekümmert. Wir haben hier Sachen erlebt, die hätten wir ohne ihn niemals erlebt. Der hat halt einfach so Hintergrundwissen und weiß, was wann abgeht und wann man wo sein sollte. Und das sind so Sachen, die hätte man auf Google nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich das alles erzählt habe. Wir sind einfach mit einer Kutsche nachts in den Wald gefahren. Auf was weiß ich, wie viel Meter Höhe. Ich glaube 2200 oder so. Nee, nicht so hoch, glaube ich. Und mit einer Kutsche einfach. Leute, das war so gruselig. Auch so schön und sowas. Da wären wir nicht im Leben drauf gekommen. Und ja, also wie gesagt, wenn ihr irgendwo hin wollt, wo es so ein kleiner Abenteuerurlaub wird mit Geheimtipps sozusagen, dann schaut auf jeden Fall hier vorbei. Ich verlinke euch auch alles. Adresse, Telefonnummer, was weiß ich. Alles in der Infobox zu der Weißen Lilie. Ich habe mir mal Gedanken gemacht, wenn das Video online kommt hier, dann sind wir schon einen Tag wieder in Berlin. Also ich werde es direkt, wenn wir ankommen, schneiden und dann auch hochladen. Und Marcel und ich haben uns überlegt, so, wie können wir uns am besten bedanken, so, weil wir wurden hier halt, wie gesagt, eingeladen. Also wenn wir uns bedanken wollen, dann bei denen so mäßig. Es ist wirklich so schön hier und wir werden auch irgendwas Kleines lassen. Wir haben denen zum Beispiel jetzt unseren Merch hergeschickt und so. Keine Ahnung. Und ich glaube, es würde denen einfach sehr viel bedeuten, wenn das Hotel sozusagen ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Deswegen, mich würde es einfach freuen, wenn ihr Dankeschön in die Kommentare schreibt. Und zwar einfach unter seinem neuesten Instagram-Bild. Account verlinke ich euch jetzt hier. Einfach, dass ihr mal Dankeschön schreibt und dann einfach Danke schreibt und euch vielleicht mal, keine Ahnung, die 2 Minuten nehmt. Ich weiß, ihr habt fast alle Instagram und ja, er ist einfach so aktiv, der lädt da jeden Tag Bilder hoch, der hat Fotos von uns hochgeladen und ich glaube einfach, dass es ihm sehr viel bedeuten würde und mir würde es sehr viel bedeuten, wenn wir das als Community so ein bisschen in die Hand nehmen und dass er einfach sieht, dass was Gutes tun sozusagen was bringt und dass er hier auch eine coole Community hat, mit der er zusammengearbeitet hat, so mäßig. Checkt gerne seinen Instagram-Kanal aus. Ihr könnt ihm auch gerne folgen, aber in erster Linie geht es mir gerade ums Dankeschreiben. Leute, wir essen gerade das Lunchpaket von der Weißen Lilie, was Horst und seine Frau für uns gemacht haben. Die liebe Susi. Ich halte es einfach nicht aus. Die haben uns Brötchen geschmiert, die haben uns das hier reingelegt, die haben uns Chips reingelegt. Wir haben noch eine riesen Tüte, wartet. Und ganz viel Getränke und es ist einfach so nett. Also wenn ihr jetzt nicht rübergegangen seid und Danke geschrieben habt, dann weiß ich auch nicht mehr.